Also Tag 1 unserer Cargofahrt. Ja, auf der Busfahrt habe ich mich ganz schön müde gefühlt. Irgendwie, auch wenn man nichts getan hat, leicht so anstrengend. Die Hinfahrt mit dem Bus war eigentlich relativ angenehm. Ich habe die Hälfte der Zeit geschlafen. Nach der Busfahrt war ich sehr müde. Wir sind fast 9 Stunden gefahren und ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht, was mich morgen erwarten wird in Auschwitz, welche Eindrücke ich mitnehmen werde, was ich dabei fühlen werde und denken werde. Das sollte sich aber bald ändern. Ja, Tag 2 unserer Krakauer-Fahrt. Heute sind wir in Auschwitz. Auf der Busfahrt. Ich war so ein bisschen aufgeregt. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Und jetzt so im Nachhinein, dass ich da noch gar nicht so gedacht habe, wie schlimm das jetzt eigentlich wirklich war. Also, jetzt auch in den Vorbereitungstagen konnte ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wie es war. Auf der Hinfahrt nach Auschwitz war die Stimmung dann schon etwas bedrückter. Ich selber habe auch ja etwas bedrücktere Stimmung gehabt und einem gingen dann auch viele Gedanken durch den Kopf. Und man hat einfach nochmal drüber nachgedacht. Schon während der Busfahrt merkte ich, dass mir so langsam so mulmig wurde und ich so ein Ziehen in der Brust verspürte. Ich konnte es noch nicht ganz zuordnen, aber im Nachhinein betrachtet hat es auf jeden Fall was mit Auschwitz zu tun und ich fing auch langsam an darüber nachzudenken, was mich dort erwarten würde, ob ich jetzt vielleicht in der Gaskammer stehen werde, ob ich jetzt vielleicht dastehen werde, wo 1,1 Millionen Juden ermordet wurden. Das, was mich, glaube ich, mit Abstand am meisten mitgenommen hat, das waren die Kinderbilder. Jedes Mal, wenn ich die sehe vor meinem Auge, dann muss ich immer an meine Familie denken, die auseinandergerissen wird, an meine Schwester, die ich nie wiedersehen werde, an meine Eltern und an die Gewalt, die diese Kinder dort erfahren haben, mit der sie aufgewachsen sind und die absolut keinen hatten, der ihnen helfen konnte. Außerdem, was mich auch sehr berührt hat, war, als einer aus unserer Gruppe einen Brief vorgelesen hat von jemandem, der im Sonderkommando in Auschwitz gearbeitet hat und davon erzählt hat, wie es bei ihnen so zuging, wie die Arbeitsabläufe waren und dass sie wirklich diese Lüge davon, dass die Leute in den Gaskammern duschen gehen mussten, bis zum letzten Moment aufbewahrt hatten.
Im Stammlager 1 war mir schon so leicht mulmig, also ich konnte mir schon besser vorstellen als jetzt in den Vorbereitungstagen. Was ich dann krass fand, war, als wir uns das Buch der Namen angeschaut haben, wo dann die ganzen Namen drin standen von den ermordeten Menschen. Ich fand es krass, weil ich habe meinen Namen selber nachgeschaut. Ich habe ihn uns ganz dreimal gefunden, also den vollen Namen. Und das habe ich dann auch die restliche Zeit in Auschwitz bedrückt. Und das war einfach krass. Das war so, ich würde mal sagen, mein Highlight. Also insgesamt würde ich sagen, da habe ich dann erst kapiert, wie schlimm das eigentlich wirklich war. Also wie viele Menschen halt gestorben sind und all das. Also es ist halt einfach nur krank. Dann auch die Gaskammer, die wir gesehen haben, war zwar nicht so eindrucksvoll, aber trotzdem ist es halt schon sehr drückend. Zuallererst würde ich mal sagen, Auschwitz 2 ist viel, viel beeindruckender als Auschwitz 1. Es wird halt nochmal, es wird alles nochmal viel, viel stärker gezeigt als in Auschwitz 1. Was ich in Auschwitz 2 sehr, sehr beeindruckend fand, war die Größe. Also es war zwar vieles zerstört, aber dadurch konnte man eigentlich noch mehr verstehen, wie groß das eigentlich war und wie viele Hütten es gab. Auch in Auschwitz 2 habe ich mich sehr, sehr bedrückt gefühlt, da ich ja wusste, wie viele Menschen schon auf den Wegen lang gelaufen sind, wie ich lang gelaufen bin und wie viele schon gestorben sind, bevor sie überhaupt in ihrer Hütte waren. Allein der Versuch, sich das irgendwie so vorzustellen, wie es damals war, auch wenn man es nicht kann, ist halt schon krass genug. So wie viele Menschen da eingesperrt wurden, getötet wurden, verbrannt wurden, das ist einfach nur unglaublich. Am letzten Tag gab es viele, viele Eindrücke, da wir die Stadt nochmal besichtigt haben, aber besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Friedhof mit der Klagemauer und den ganzen Gräbern, die dort waren, und aber auch, dass die Nazis diesen Ort ganz, ganz doll geschändet haben und dass Toten nicht geehrt bzw. geachtet hatten.